Ich mische mir hier eine Latexpaste aus Mehl und Latexmilch zusammen. Verwendet dafür am besten direkt eine Gabel, dann habt ihr da keine Klümpchen. Den Fehler habe ich nämlich am Anfang gemacht. Ich mische mir das einfach so lange zusammen, bis ich denke, dass das eine schöne Paste ist. Nehme dann nochmal ein bisschen Latexmilch und trage das Ganze auf meinem Facecast auf. Zwischendurch tippe ich einfach immer den Finger ein bisschen in das Latex rein, damit die Paste nicht an meinem Finger kleben bleibt. Und modelliere mir damit jetzt erstmal grob mein Gesicht zusammen, wie ich es gerne hätte. Dann nehme ich mir ein bisschen Alufolie. Die soll später der Kiefer werden. Die rolle ich mir erstmal ein bisschen zusammen, damit die stabiler wird und schaue, ob das Ganze denn so passt. Wenn mir die Form gefällt, dann nehme ich noch mal ein bisschen Alufolie, damit das Ganze stabil wird. Den Kiefer fixiere ich dann mit noch mehr Latexpaste, die ich dann auch wie vorher einfach drauf auftrage und schön mit Latex klatsche. Dann trockne ich das Ganze mit einem Föhn. Für die Zähne habe ich mit Polymorph gearbeitet. Das sind kleine Plastikkügelchen, die ich in kochend heißes Wasser reingeschüttet habe. Nach ein paar Sekunden werden die dann durchsichtig und dann kann man die auch weiter verarbeiten. Also die werden dann schön weich. Wenn die dann abkühlen, dann sind die auch wieder hart wie Plastik. Ich habe mir dazu dann immer ein kleines Stückchen abgerissen, habe die zu einer kleinen Wurst geformt, die Spitzen abgeschnitten und versucht halbwegs nach einem Zahn aussehen zu lassen. Hier habe ich dann nochmal getestet, ob das auch wirklich passt und das Ganze dann mit den restlichen Zähnen auch gemacht. Wenn sich das Plastik nicht mehr formen lässt, dann einfach das Wasser wegschütten und mit frisch aufgekochtem Wasser nachfüllen. Für die Augen habe ich den letzten großen Klumpen genommen und mir den versucht in zwei gleich große Stücke aufzuteilen und die habe ich dann jeweils auch zu Kugeln geformt und die dann auch abkühlen lassen. Als meine Maske dann gut durchgetrocknet ist, habe ich mir noch mal ein bisschen Latexpaste angemischt und habe die dann auf dem Kiefer aufgetragen, wo dann später quasi das Zahnfleisch sein soll.
Das muss auch nicht ordentlich sein, da werden nämlich nachher die Zähne reingesteckt. Die habe ich dann vorher auch noch mal ein bisschen in Latex getunkt, damit die besser halten, und dann einfach an den gewünschten Stellen reingesteckt. Für die Augen habe ich dann auch wieder ein bisschen Latexpaste genommen, habe die quasi unter die Augenhöhle aufgetragen, damit es so aussieht, als wäre das Auge eben rausgefallen, und habe dann die Plastikkugeln genommen und in die Paste reingedrückt. Und das Ganze habe ich dann nochmal mit ein bisschen Latex fixiert, damit das Auge auch schön hält. Auf der anderen Seite habe ich das dann genauso gemacht, also auch wieder ein bisschen Paste aufgetragen und das Auge reingedrückt und wieder ein bisschen mit Latex fixiert. Da ich Angst hatte, dass das Ganze doch nicht so gut halten wird, habe ich dann das restliche Latex genommen und damit mit einem Wattestäbchen einfach nochmal das komplette Auge eingelatext. auch die Stellen außenrum, damit das sich eben schön miteinander verbindet. Das Ganze habe ich dann über Nacht trocknen lassen und am nächsten Tag mit einer Foundation angemalt. Ich habe dafür von Catrice die HD Foundation 010 Light Beige genommen und pinsel damit die komplette Maske erstmal ein. Danach habe ich erstmal die komplette Maske mit günstigem Babypuder vom DM abgepudert. Weiter ging es dann mit dem Zahnfleisch. Da habe ich zwei günstige Paletten von eBay, die jeweils um die 10 Euro gekostet haben. Da nehme ich erstmal ein dunkles Rot, womit ich alles, was quasi aufgerissen aussehen soll, grundiere. Für die Augen habe ich dann die gleiche Farbe verwendet und dort auch alles schön angemalt. Dann habe ich ein dunkles Braun genommen, um damit noch mal ein bisschen Tiefe zu erzeugen, damit das alles eben nicht so flach aussieht. Habe dann die Stellen, die quasi so ein bisschen tiefer liegen sollen, einfach noch mal dunkler angemalt. Mit Schwarz habe ich dann den Mund innen drin komplett ausgemalt und danach mit einem leicht gelblichen Ton die Zähne ein bisschen dreckiger aussehen gelassen. Damit die Augen auch wirklich schön rund werden, habe ich mir einfach das Ende von dem Pinsel genommen und damit so einen leichten Kreis reingedrückt, damit ich weiß, wo ich später malen muss. Für die Iris habe ich mir dann einfach ein Grün und Blau zusammengemischt und das aufgetragen
und die Pupille dann in einem Schwarz drauf gemalt. Danach habe ich mir mit einem gräulichen Ton einfach das Ganze nochmal ein bisschen umrandet und versucht, ein paar Äderchen reinzumalen, um das Ganze halbwegs realistisch aussehen zu lassen. Danach bin ich nochmal mit Latex drüber gegangen, damit das Ganze schön glänzt und nicht so leicht verwischt. Das gleiche habe ich auch am Zahnfleisch gemacht. Da habe ich einfach nochmal ein bisschen Latex drauf getupft, damit vereinzelte Stellen nochmal ein bisschen frischer aussehen und glänzen. Als dann alles trocken war, fing der spaßige Teil an, die ganze Maske von dem Facecast wieder runterzubekommen. Dafür einfach immer ein Stückchen abziehen und mit Puder drunter pudern, damit das Latex nicht aneinander klebt. Sonst wäre nämlich die ganze Arbeit umsonst gewesen. Ich habe danach gemerkt, dass es sinnvoller gewesen wäre, das komplette Facecast einfach vorher mal mit ein, zwei Schichten Latex einzutupfen. Dann wäre das Ganze deutlich besser abgegangen, aber vielleicht macht ihr den Fehler hier jetzt nicht auch. Als die Maske dann fertig war, habe ich erstmal die schwarze Farbe aus meiner Palette genommen und damit die Bereiche an den Augen und am Mund angemalt, wo dann später eben die Löcher der Maske sein werden. Und wenn ihr aussieht wie ein verkorkster Panda, dann habt ihr alles richtig gemacht. Die Farbe habe ich dann nochmal mit schwarzem Lidschatten abgepudert und mir dann Vaseline an die Haaransätze geschmiert, damit das Latex da später nicht kleben bleibt. Das kann nämlich sehr, sehr schmerzhaft werden. Ich habe mir dann erstmal grob ein bisschen Latex ins Gesicht aufgetragen, damit ich die Maske dann gleich ankleben kann. Lasst da auf jeden Fall eure Augenbrauen und die Haaransätze aus, damit ihr später keine Schwierigkeiten beim Abmachen bekommt. Die Maske habe ich dann erstmal gut angedrückt und auch ein bisschen festgehalten, damit die nicht gleich nochmal runterfällt, und die Übergänge dann nochmal mit Latex fixiert. Bei vereinzelten Stellen habe ich dann auch noch mal ein paar Kosmetiktücher klein gerissen und die Stückchen dann an den Stellen aufgetragen und auch noch mal mit Latex fixiert, damit die Übergänge einfach ein bisschen schöner werden. Die Übergänge an den Augen, die mir noch nicht so gut gefallen haben, habe ich dann einfach auch noch mal mit dem schwarzen Creme-Make-up angemalt. Dann habe ich die Foundation, die ich vorhin schon bei der Maske benutzt habe, einfach auch nochmal an den Übergängen aufgetragen, damit das Ganze ein bisschen gleichmäßiger aussieht. Vergesst auf jeden Fall nicht, zu eurem Lieblingslied zu tanzen. Und dann habe ich mir einfach noch mal ein bisschen die tiefer liegenden Stellen mit dunkelbraunem Lidschatten konturiert und auch noch mal ein bisschen fleckig gemacht, damit das einfach nicht so gleichmäßig aussieht. Dann habe ich mein Lieblingsblut von Kryolan genommen. Das ist ein dickflüssiges und dunkles Blut. Und das habe ich an den Stellen aufgetragen, an denen es besonders eklig aussehen soll.
an denen die Haut quasi aufgerissen ist oder eben die Augen raushängen. Am Zahnfleisch habe ich dann das gleiche gemacht. Hier habe ich das Blut dann auch noch mal zusätzlich ein bisschen runtertropfen lassen. Dann habe ich ein helleres Blut von Horrorshop genommen und das mit einem Stoppelschwamm großflächig im Gesicht aufgetragen, damit das Ganze nicht so sauber aussieht. Das gleiche Blut habe ich dann auch ein bisschen im Zahnfleisch aufgetragen, damit es da ein bisschen frischer aussieht. Und das ist dann auch schon der fertige Look. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Feedback freuen. Die Produkte, die ich verwendet habe und zwei verschiedene Tutorials, wie man einen Facecast erstellt, verlinke ich euch in der Infobox unten. Und ja, das war's. Dankeschön fürs Zuschauen.